Ja, hallo liebe Zuschauer der heutigen Ausgabe Replay of the Week mit dem Let's Play von World of Tanks. Und da sehen wir den Scorpion G. Und bevor ihr euch denkt, oh, habe ich schon gesehen, den Panzer will ich nicht nochmal sehen, bleibt dran und packt sogar euer Popcorn aus, denn die Runde wäre so von Damage sogar für einen Zehner phänomenal. Man kann es nicht anders sagen, da stocken mir die Worte und ich brabbel schon halb Schmarrn, denn der Damage wird wirklich Killer. Der Damage wird einfach Killer und das muss man gesehen haben. Scorpion G ist natürlich eh ein wunderschönes Gerät. Hat einen phänomenalen Durchschlag von 246 mit 490 Schaden. Wenn das nicht reicht, dann kriegt ihr mit Premium 311 Durchschlag. Also, da kann man schon sagen, das ist Kanonenspaß in Reinform. So, jetzt gucken wir mal, was er hier so reißen wird, wo er sich hinstellt. Da in dem Busch, wo der T-54 steht, scheinbar nicht. Das ist so mein Lieblingsbusch mit TDs. Aber da hat er scheinbar eine andere Idee. Er fährt nochmal ein Stück weiter vor. Stellt sich jetzt hier in den Busch. Nein, nochmal weiter vor in den da vielleicht. Nee, auch nicht. Ah, in den stellt er sich. Okay. Kann man auch machen. Schauen wir mal, was da so möglich ist. Jetzt guckt er erst nochmal, wie stehe ich. Und da hinten, da sieht er den Emil 1 und er ballert ihn einfach durch den Turm. Und das ist beim Emil 1 gut machbar, denn der hat nicht so viel Panzerung wie zum Beispiel der Emil 2. Bei dem wird das dann deutlich schwieriger. Aber die Maus, die ist natürlich da so ein richtiges Ärgernis. Der Schuss hat leider nicht gepasst. Schade drum. Nochmal auf den Emil. Nee, die Maus, da probiert das jetzt. Aber auch mit Premium war da jetzt gerade noch kein Knacken, aber sie kommt jetzt gerade sehr schön gerade. Da kann man vielleicht nochmal vorne drauf und ja, jetzt klappt es auch gut. Sehr schön. Oh, und schön nochmal am Turm durchgeballert. Jo, warum auch nicht? Ah, schön die ISO und der zündet sie an. Und er fackelt sie auch noch ab. Da macht einfach mal in Summe knapp 700 Schaden an der. Jo, kann man machen. So, jetzt hat er den Patriot. Und auch der bekommt sofort die Schelle ab. Ah, ist offen, muss aufpassen. Emil hat es sofort ausgenutzt und eine Granate ins Ziel gebracht. Allerdings Schlimmeres ist zu verhindern. Und der hat wieder mal nicht funktioniert. Schade drum. Jetzt probiert es auch nochmal oben. Auch da, man sieht, dass die Maus einfach die Maus ist. Maus kommt immer näher. Vielleicht nochmal einen auf den Emil. Ja, und der sitzt. Emil ist so gut wie raus. Hat kaum mehr Hitpoints. So, jetzt kommt da die Maus, aber er entscheidet sich nochmal für den Patriot. Und jetzt sind alle da und da kommt der LTTB. Der kann es natürlich jetzt da richtig unangenehm für die gestalten. Jetzt nimmt er den Emil 1 raus und jetzt vielleicht auf die Maus die Möglichkeit, aber er will den Patriot. Nimmt auch den Patriot raus, aber jetzt wird er leider vom Emil 1 zerstört. Da hinten geht er auch auf und jetzt kommt die Maus natürlich. Und das weiß auch er, denkt sich jetzt, hoppala, scheiße, jetzt kommt da die Maus. Er wartet hier lange, setzt den einen unten drauf und jetzt probiert sein Objekt da auch mal. Aber in dem Winkel könnte er es schaffen. Vielleicht nochmal vorne drauf mit Premium. Letzte Granate, die muss sitzen und die sitzt auch. Yo, so ist das. Fein. Perfekt gelöst. Ideal gespielt. Sehr schön gemacht. So, jetzt ist hier erstmal alles ruhig. 6 zu 8 für den Gegner, der aktuelle Stand. Also von dem her ist da noch
alles drin für alle Parteien. Und der Skoda T50, der bekommt sofort eine 520er Begrüßung. Natürlich geht er da auf, deswegen sofort zurück. So, 7 zu 10 und jetzt positioniert er sich scheinbar ein bisschen da um. So, und jetzt hier seitlich dem T10, das ist doch ein schönes Ziel und da kommt sie auch an und auch wieder 506 Schaden. Also vom Schaden her läuft es recht ordentlich. Schon 5500, nur die Kills wollen noch nicht so wirklich. Erst 2 Kills. Ah, der war ein super Hit für 549 sogar auf den Liberté. Und vielleicht kriegt er sogar nochmal eine. Au, da kommt ja jetzt der Skoda. Den könnte er mit dem nächsten Schuss rausnehmen und das macht er auch. Wichtiger Kill. Sehr schön. Endlich auch mal sein dritter in dieser Runde. So, und der T28, das ist natürlich eins der schönsten Ziele. So seitlich, der ist super berechenbar von der Fahrt her, denn wirklich schnell wegfahren tut er einem nicht. Da ballert man natürlich mit Wonne darauf. So, hinter ihm der Rheinmetall, der sieht so aus, als ob da die Jungs mit Waffenträger und T54 das Ganze gut am Griff haben. Ja, kaum sage ich es, ist auch der T54 schon raus, aber jetzt sollte ihn der Waffenträger doch wegmachen können. Ihn aber egal, denn er bleibt jetzt erstmal auf den Liberté. Der Waffenträger hat den Rheinmetall rausgenommen und er hat den Schuss auch auf den Liberté gesessen. Allerdings recht niedriger Roll, vielleicht jetzt hier die Blindshot einfach mal probieren, könnte passen. Und der sitzt und er macht auch den raus, super. So, Jagdpanzer, R100, da muss er aufpassen. Bloß nicht davon erwischen lassen, denn die 809 Hitpoints, die sind für den mal gar kein Problem. So. Oh, sehr schön. Schnell den Hit gegeben und direkt wieder zurück. Ist dabei nicht mal aufgegangen. So, der T28, aber da wollte ich gerade sagen, der T30 ist offen und der wäre schöner gewesen. Das denkt er sich wahrscheinlich auch. Mei, hätte ich doch mal auf den geschossen. Naja, schade drum. Aber jetzt, und da ist er auch mal aber sowas von raus. Hat schon 8500 Damage, ohne dem Kill zu werten. Und jetzt muss man sagen, der T28, der kann hier nichts mehr machen. Der ist so gut wie durch. Selbst wenn er noch hier einen Schuss rausbekommt auf ihn hier auf dem Skorpion, keine Chance. Das Thema ist dann Geschichte. Das heißt, natürlich will er den jetzt komplett für sich haben. Denn hier sind die 10.000 Damage in der Luft. Der erste sitzt. Und jetzt hat er noch 485. So, und jetzt einfach seitlich dranbleiben. Und jetzt kommt hier der Jagdpanzer her. Und der will ihn unbedingt, deswegen verreißt er auch den Schuss. Aber er kriegt hier den Nachschuss. Hoffentlich ist das wenigstens seiner. Und das ist seiner. Sehr schön gemacht. Eine super geile Runde. Und ich sage euch jetzt mal die harten Fakten. Er hat 9877 Schaden gemacht. Hat 2245 Baserfahrung bekommen. Hat
mit Premium-Account hätte er verdient 220.000 Credits und netto wären es immer noch 146.000 gewesen. Wenn das keine geilen Fakten für ein Replay of the Week sind, dann weiß ich es auch nicht. Und ich bedanke mich sehr herzlich für eure Aufmerksamkeit. Bis zum nächsten Mal, euer Alcaramba.